Good afternoon. I would have to change or to switch into German for my presentation, I'm sorry about. And I would like to start with a small movie broadcasted on German TV last October. Please, could you start? Singe, so lernst du singen, lautet ein altes Sprichwort. Nur wenn man die Stimme einfach erhebt, bekommt man Lust daran und erfreut sich selbst und andere. Diese Freude wollen immer mehr Menschen gemeinsam erleben. Fast 2,5 Millionen Deutsche singen in einem Chor. An dessen Spitze steht dann jemand, der oder die nicht nur Wissen, sondern eben auch Freude vermitteln sollte. So wie Simon Halsey, der Chefdirigent des Rundfunkchores Berlin. Mit diesem Chor bekam er schon 3 Grammys, quasi der Oscar für Musiker. Aber Halsey motiviert nicht nur Profis, sondern auch begeisterte Amateure, wie etwa deutsche Manager, zum stimmlichen Höchstleistungen. Tina von Löhneisen berichtet. Sich erstmal locker machen, das ist am Morgen die Aufgabe der singenden Führungskräfte. Die aufgewärmte Stimme reicht Dirigent Simon Halsey nicht, als er mit der Hauptprobe beginnt. Meine Damen und Herren, alle, Sie sehen so ernst und European auch aus. So, könnten wir alle das machen? And then, aufsehen. Wegen dieser Energie, dieser Leidenschaft für Musik sind die meisten hier. Sie wollen einmal wie die Profis singen. Für ihr Hobby haben sie sonst häufig keine Zeit mehr. Sie arbeiten bei großen Unternehmen oder Instituten. Oft, wenn ich sehe, wie wichtig die Leute sind, ich denke, wow, und ich habe gesprochen über, meine Damen und Herren, das muss pünktlich sein, und dann ich verstehe, die Leute arbeiten mit 10.000 Leuten jeden Tag, und ich denke, whoops. Am Abend ist es soweit, gemeinsam mit weiteren Chören auf der Bühne, der Höhepunkt des Workshops. Doch eigentlich sind den Teilnehmern andere Dinge viel wichtiger. Wir haben ja vorher nun vom Chor her nichts miteinander zu tun gehabt, aber was gemeinsam entstehen kann in diesen 4 Tagen, das ist faszinierend. Man bekommt einfach auch über diese Chorarbeit einige Hinweise und Hilfsmittel, wie man dann mit den Menschen zusammenarbeitet, selbst wenn es um Arbeit geht. Halseys Arbeit ist die Musik, aber auch seine große Leidenschaft. Und für die versucht er alle zu begeistern, nicht nur Führungskräfte. Deswegen organisiert er einmal im Jahr ein Mitsingkonzert. Mehr als 1.000 Amateure singen dann zusammen mit den Profis in der Berliner Philharmonie. Die Sprache, Musik, haben wir alle gemeinsam. Wir können alle Musik machen, ohne Stress, ohne Sprache. Singen kann Menschen zusammenbringen und zu Freunden machen, fördert Konzentrationsfähigkeit und Kreativität, davon ist Halsey überzeugt. Dass es beflügelt, sieht man ihm an. Und das waren die Tagesthemen. Okay. Verehrte Damen und Herren, lassen Sie uns switchen von den Tagesthemen zum Thema des Tages, das Mitsingkonzert des Rundfunkchores Berlin unter seiner Leitung, der Leitung von Simon Halsey, in der Berliner Philharmonie. Alle Menschen werden Brüder. Was für eine unglaubliche Vision, die Schiller da in seiner Ode an die Freude formuliert hat, uns mit auf den Weg gegeben hat. Was löst sie in uns aus, diese in Klang gemeißelte Botschaft von Beethoven, die wir täglich, monatlich, wenigstens aber einmal im Jahr auf uns wirken lassen? Ich denke, wir alle hier, die wir hier versammelt sind, haben längst begriffen, dass wir initiieren müssen, eine gemeinsame Sprache zu finden, einen Weg für Kommunikation zu finden, der heißt Verbindungen schaffen über Kunst und über Musik. Und das hat uns geführt zu der Initiative Broadening the Scope of Choral Music. Wir wollen den Rahmen, in dem sich Chormusik traditionell bewegt,
erweitern, verändern. Wir wollen neue Aufführungsformen kreieren. Wir suchen neue Aufführungsorte, wollen das Publikum dort abholen, wo wir es finden, wo es noch nicht zu uns gefunden hat. Suchen die Verbindung zu anderen Künsten, um Chormusik den Background für Chormusik spannender zu machen, um mehr Zugang zu schaffen bei Leuten, die sich vorab für Chormusik nie interessiert haben. Und wir fördern den Austausch zwischen Profi- und Amateurchorsängern. Und das führt mich zu den 5 Säulen unserer Mitsing-Aktionen, die Teil dieser großen Aktion sind. Zum einen das Mitsing-Konzert, das jährlich 1300 Sänger aus aller Welt, kann ich in der Zwischenzeit sagen, zusammenführt in Berlin. Zum zweiten die Liederbörse. Das ist ein Mitsing-Konzert für Schüler und Schülerinnen der Berliner Schulen. Wir machen es von diesem Jahr ab 2-mal im Jahr, weil wir haben einen so großen Zuspruch erfahren, dass die Philharmonie, der Raum des Kammermusiksaals nicht mehr ausreicht. Und wir haben damit auch die Möglichkeit, ein Angebot für verschiedene Altersgruppen zu schaffen. Das Fest der Kulturen. Das ist eine lange Nacht des Chorgesangs. Wir laden Amateurchöre ein mit Migrationshintergrund und gestalten eine sehr facettenreiche lange Nacht des Chorgesangs. Über den Liederchor haben Sie eben im Beitrag der Tagesthemen gehört und singen. Das ist unsere Berliner Variante von Sing Up, mit der wir im letzten Jahr gestartet haben, mit bescheidenen 20.000 Euro. Wir hoffen aber, das wird mehr. Wir hoffen, wir können die Landesväter und viele Institute begeistern von dieser Initiative, damit wir möglichst bald auch flächendeckend in 400 Grundschulen in Berlin zu Hause sind. Eine kleine Impression vom großen Mitsing-Konzert im Heiligen Schrein der Berliner Philharmonie. Was verbinden wir mit diesen Initiativen? Wir suchen natürlich zunächst die Kundenbindung. Wir wollen sensibilisieren für den professionellen Chorgesang. Chorgesang muss raus aus der Staubecke, in der er über viele Jahre, über Jahrzehnte gesehen wurde. Und wir wollen das Musikverständnis vertiefen durch aktives Mitmachen und aktives Zuhören. Wir wollen sensibilisieren für die Repertoirevielfalt, für die unglaublichen Schätze der Chormusik und wollen ein Gemeinschaftserlebnis schaffen auf hohem künstlerischem Niveau. Kommen können alle Sangesfreudigen aller Altersgruppen und aller aus allen Teilen der Gesellschaft. Wir laden darüber hinaus ausgewählte Schulchöre ein, die etwas ambitionierter sind und für die die Liederbörse, das Mitsingkonzert für Schüler, vielleicht die da schon rausgewachsen sind. Und die laden wir ein, beim großen Mitsingkonzert dabei zu sein. Und wie schon gesagt, die Teilnehmer kommen fast aus der ganzen Welt. Das Besondere an diesem Berliner Mitsing-Konzert ist, denke ich, das Zusammenwirken eines Spitzenensembles, eines Profichores mit vielen Amateuren. Da findet eine Begegnung auf Augenhöhe statt und eine Begegnung, bei der sowohl die einen als auch die anderen voneinander lernen können. Das ist das Ziel und das Anliegen unseres Mitsing-Konzerts. Die Projektvorbereitung läuft über ein ganzes Jahr. Also ungefähr 12 Monate im Voraus kündigen wir das Mitsing-Konzert an. Wir nutzen unseren Newsletter, der weltweit versandt wird. Wir nutzen die Saisonbroschüre und natürlich unterstützt uns die Presse. Und nicht zu verachten, es gibt in der Zwischenzeit eine Mund-zu-Mund-Propaganda, die unglaublich gewachsen ist und unterstützt. Man bewirbt sich über ein Formular, das kann man aus dem Internet herunterladen, sagt seinen Namen, gibt die Stimmgruppe an, sagt, mit wie vielen Leuten man kommen will und ob man die 25 Euro hat, die der Teilnehmerbetrag ausmacht. Dann
schaltet sich unser Besucherservice ein und versendet je nach Eingang der Post die 1300 Zusagen und fordert den Teilnahmebeitrag ein. Und erst dann bekommen die Teilnehmer die Nachricht, sie sind dabei. Und in der Regel sind weitere 1000 Teilnehmer auf der Warteliste und freuen sich, wenn irgendeiner von denjenigen, der die Zusage hat, aus Krankheitsgründen absagen muss. Das ist ein ziemlich großes und langwieriges Prozedere, das wir effizienter gestalten wollen mit der Ankündigung des nächsten Mitsingkonzerts 2013. Wir werden den Kauf der Tickets, die Bewerbung für das Mitsingkonzert sowie sämtliche Informationen, die notwendig sind, wie welche Editionen von Noten werden verwandt, wie ist die Aussprache des lateinischen Textes oder welche Regeln gibt es ansonsten zu berücksichtigen. Das soll alles übers Internet laufen, damit es nicht mehr so arbeitsaufwendig ist, wie dieses Projekt im Moment sich gestaltet. Realisiert wird es vom Projektmanagement des Rundfunkchors. Und wenn man das so sagt, könnte man vermuten, da stehen 20, 30 Leute dahinter. Es ist eine Person, die Mitarbeiterin Maike Theuerkopf, da drüben sitzt sie, ist mitgekommen hier zum Symposium. Und eine Person steht dahinter und die Mitarbeiter im Besucherservice. Wir erfahren große Unterstützung für dieses Projekt. Zum einen durch das Rundfunk-Symphonieorchester, das uns Jahr für Jahr an der Seite steht, um dieses Konzert mit uns zu realisieren. Die Berliner Philharmoniker stellen wirklich nur die Kosten in Rechnung, die tatsächlich anfallen über den Einlassdienst etc. Wir müssen keine Miete bezahlen. Das hilft, den Teilnahmebetrag niedrig zu halten, um möglichst vielen, auch sozial nicht so gut bestellten Sängerinnen und Sängern die Möglichkeit zu geben, dabei zu sein. Die Freunde und Förderer des Rundfunkchors Berlin sind am Tag selbst dabei und unterstützen uns in allen logistischen Abläufen. Und ganz wichtig, Deutschlandradio oder die Mitschneiderei. Die Mitschneiderei ist eine private Institution, die aufzeichnet, CDs brennt und irgendwann verkauft. Deutschlandradio, muss ich nicht erklären, ist eine wichtige Säule für uns, weil sie berichten über diese Veranstaltung, über alle unsere Veranstaltungen in den Chorsendungen und auch in anderen redaktionellen Beiträgen. Ja, wie läuft der Tag an sich ab? Wir starten morgens um 7. Das Team des Rundfunkchores Berlin und viele freiwillige Helfer kleben Zettel, bereiten den roten Teppich für unsere Gäste, sorgen dafür, dass sowohl in dem Aufführungssaal als auch im Foyer alles so bereitet ist, dass der Ablauf reibungslos ist. Von 10 bis 12 gibt es eine Probe. Nur die Mitsängerinnen und Sänger mit Simon Halsey, mit zwei Klavieren, damit sofort das impliziert ist, was später eine Rolle spielt. Ein Flügel stellt das Orchester dar, der andere Flügel unterstützt die Mitsängerinnen beim Lernen bzw. Zusammenfügen der Partien. In der Mittagspause wird nicht nur gegessen, da gibt es lange Schlangen an dem Counter, an dem die Mitschneiderei die Coupons verkauft für die CD vom Mitsingkonzert, die unmittelbar nach dem Konzert als Souvenir käuflich erworben werden kann. 13:30 bis 15:30, da kulminiert alles, das ist der Workshop auf Augenhöhe. Rundfunkchor ist dabei, alle Mitsänger sind dabei, das Orchester ist dabei, die Solisten sind dabei. Eine unglaubliche Lehrstunde für alle, die es veranstalten und alle, die Freude haben an diesem Tag und als Mitsänger gekommen sind. Das Konzert, nochmal eine Besonderheit, kommen Teilchöre oder ganze Chöre, sie kleiden sich in ihrer Chorkleidung. Die individuellen Sänger machen sich Schmuck. Es ist eine Konzertatmosphäre. Wir haben 1100 Leute im Publikum. Die Philharmonie ist voll und jeder erlebt
ich möchte sagen, ein unglaublich energievolles und kraftvolles Konzertereignis, nicht nur durch die Musik, sondern auch durch die Energie, die im Saal ist, wenn sich 1300 Sänger erheben, um zum Beispiel ein Dies Irae aus Verdis Requiem zu singen oder. Unmittelbar nach dem Konzert, ganz wichtig, Autogrammstunde und Verkauf der Konzertaufzeichnung. Ganz kurz skizziert für Sie, welche Werke haben wir in den letzten Jahren gesungen, was steht in den nächsten Jahren auf dem Programm. Möglicherweise am herausforderndsten war Britten's Requiem. Da haben sich mal nicht 1300, sondern nur 1200 Leute angemeldet, weil es zu schwer war. Aber es war ein unglaublich bewegendes Konzert. Ja, da können die Mitarbeiter der Körperstiftung auf besondere Weise von berichten. Was beflügelt uns, diese Veranstaltung immer wieder zu wiederholen und gegebenenfalls auszubauen? Also wir haben jährlich 1300 aktive Mitsänger. Wir haben jährlich mindestens 1000 Sänger auf der Warteliste. Die freien Plätze im Zuschauerraum sind Monate vorher nahezu ausverkauft. Wir haben unglaublich spannende Einträge in unserem Gästebuch. Die Mitsänger schicken uns E-Mails, um zu beschreiben, was mit ihnen an diesem Tag und bei der Vorbereitung auf diesen Tag passiert. Vielleicht nur ein Zitat: Ein Tag bei ihnen ist wie 14 Tage Kur. Wir haben über die Mitsingkonzerte einen unglaublich starken Zuwachs bekommen im Verein der Freunde und Förderer des Rundfunkchors. Eine ganz wichtige Unterstützung für unsere Arbeit, sowohl ideell als auch finanziell. Es gibt eine große mediale Resonanz, die den Rundfunkchor gut positioniert. Und wir haben eine Initialzündung gesetzt für weitere Mitsingkonzerte, die in der Zwischenzeit in Deutschland in allen Teilen stattfinden, sicherlich in ganz unterschiedlichen Modellen. Man fragt uns, ob wir Grußbotschaften senden können, weil sie fühlten, sie haben es initiiert, weil sie in Berlin bei diesem Mitsingkonzert inspiriert wurden. Und ganz wichtig, der Rundfunkchor ist über diese Mitsingkonzerte in nahezu allen Wohnzimmern in Berlin präsent. In vielen, vielen Freundeskreisen trifft man sich nicht mehr nur zum Kaffee trinken sonntags um 3, man probiert anschließend fürs Mitsingkonzert. Es gibt Unternehmen in Deutschland, die starten ihr monatliches Teammeeting mit einer Probe fürs Mitsingkonzert. Auf jedem Schreibtisch liegen die Noten fürs nächste Jahr. Es gibt Chorleiter, die bieten Proben für das Mitsingkonzert in Berlin an. Da reisen Leute aus der ganzen Republik am Wochenende nach Berlin, um sich individuell für dieses Mitsingkonzert vorzubereiten. Das heißt, da ist eine Energie losgetreten worden, die weit über dieses jährliche Ereignis hinausgeht. Es gibt eine ganz wichtige Voraussetzung für diesen Erfolg. Wir sind, glaube ich, reich beschenkt durch Simon Halsey, der eine sehr charismatische Dirigentenpersönlichkeit ist und dem es gelingt, binnen weniger Minuten die 1300 Mitsänger, und er kann es auch mit größeren Scharen von Sängern, sie zusammenzubringen, sie einzuschwören auf eine Gemeinschaft und auf einen gemeinsamen Klang. Und es braucht ein exzellentes, gut vernetztes Organisationsteam. Ich denke, hier sind wir alle in der Pflicht, ob Stiftungen, ob Ausbildungsinstitute, ob Veranstalter, wir sind in der Pflicht, diese Talente aufzusuchen, dafür zu sorgen, dass die Ausbildungseinrichtungen auch auf diese Entwicklung Wert legen und Möglichkeiten schaffen, solche Talente sich entwickeln zu lassen. Wir wollen das Ganze ausbauen. Wir haben schon ein internationales Mitsingkonzert veranstaltet, 2010 in dem wunderschönen Amphitheater von Aspendos in der Türkei. Und wir planen zusammen mit Interkultur ein Mitsingkonzert 2014 in Ungarn, in Budapest.
Und wir wollen national auch ein zweites Angebot schaffen, erstmals realisiert bei der Chorcom, das ist der Branchentreff der Chorszene, initiiert vom Deutschen Chorverband, erstmals stattgefunden 2011 in Dortmund. Und das wird weitergeführt alle 2 Jahre. Ich denke, wir werden dort wieder präsent sein mit einem weiteren Mitsingkonzert. Ja, und ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Freue mich, wenn ich später Fragen beantworten kann. Thank you.